Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zum weiteren neuen Spiel. Vorab, wenn ihr sehen könnt, steht unten die Folge 00 als Ausgangspunkt. Das liegt daran, dass es so eine Art Let's Show ist. Ich zeige euch mal so, wie es ist. Und wenn die Kommentare schreiben, zeigt mir mehr davon, zeige ich mehr davon. Keine Kommentare, dann mache ich das auch nicht weiter. So beenden wir einfach mal die Sachen, weil das ist am einfachsten für mich und auch für euch. Wenn es spannend ist für euch, gucken wir es an. Wenn nicht, dann nicht. Das Spiel habe ich gesponsert bekommen, also von daher kann man gut mal reinschauen. Ist ein Oldschool-Shooter. Ich meine, wenn ich die ganzen alten Doom-Spiele denke und auch an Heretic oder Wolfenstein 3D damals, wenn alles so die in die Richtung geht das. Wir schauen mal, wie es ist. Wir starten mal. So, Selectivity, okay. Comfort Zone, Handful of Pain. Also wir machen auf jeden Fall mal erstmal... Schauen wir hier, Handful of Pain. Next. Okay, jetzt lädt er. Bin ein bisschen gespannt. Schauen wir mal nach, wie das Ganze so wird. Wie flüssig das vor allen Dingen hier läuft. Also ich meine, keine Ahnung, ob das Spiel jetzt so super gut ist. Das will ich mal gar nicht behaupten. Aber man kann trotzdem mal schauen. Boah, guck ihn dir an. So, also das ist wirklich oldschool, wie man sieht. Okay. Heieiei. Also flüssig läuft es auch nicht unbedingt. Hat man sich da bloß wieder angetan. Gut, haben wir andere Waffen hier? Kann ich hier irgendwas einstellen? Was ist? Okay, wir gehen jetzt hier auf. Eieiei, warte mal. Kann man die Musik ein bisschen leiser machen? Die nervt mich dermaßen. Okay, ja. So. Gucken wir mal. Eieiei. Krass, wie grottig das eigentlich ist, oder? Ja, damals waren die Spiele leider wirklich alle echt so. Aber ich dachte auch, wenn man dieses was macht, versucht man es vielleicht doch ein bisschen besser darstellen. Oh, guck mal hier, neue Waffe. Aha. Leben oder sowas? Ne, hier? Ja, Leben. Ich muss mal kurz einsammeln hier, dass wir gleich komplett drauf gehen. So. Hei, hei, hei. Kann man auch schießen vielleicht? Lass mal ein hier. Ein bisschen Leben. This door requires a key. Okay, gucken wir mal, ob wir einen Schlüssel finden hier. Krass. Ich kann euch natürlich empfehlen, dieses Spiel nicht zu kaufen. Sag ich schon mal vorab. Das ist... Also ein Tribut an die Programmierer von mir erstmal und sagen, alter Schwede, sowas nenne ich aber wirklich. So. Sowas nenne ich mutig rauszubringen, muss ich sagen. Was ist das hier? Alter, ist das schlecht. Na gut. So, einfach den Kram ein hier. Alter. Kann ich runterziehen? Okay. Warum nicht?
Okay, geht nicht. Kann man hier machen. Das sieht für mich wie so ein Schlüssel, so nicht ein Schlüssel, aber wie so ein Weg aus, aber es ist anscheinend kein Weg. Hier geht's irgendwie runter. Immer runter. Scheiße, was ist er denn drauf, ey? Okay. Ja. Continue und aufhören. Natürlich machen wir weiter. Mann, Mann, Mann. Okay, ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Eigentlich habe ich gar nichts erwartet. Und ich habe auch gar nichts bekommen. Gut. Trotzdem schauen wir nochmal ein bisschen weiter. Aber wir müssen ganz von vorne anfangen, okay. Wenn wir hinten rum, dann finden wir hier noch irgendwas. Picked up Grenade. Können wir die Granate auswählen? Ah, okay, die werfe ich damit. Okay, ja, ist dumm, die zu werfen jetzt, aber jetzt wissen wir, wo die ist. Und damit, was kann ich hier mitmachen? Gar nichts. Ich weiß nicht, was das hier bedeutet. So eine Art Zerstörungswut. Auf jeden Fall geht dann einfach mal die Framerate komplett in die Knie. Aber ist die Musik schon wieder laut gegangen? Kann das sein? Kann die mal so bleiben? Ah, okay, dann kann ich zurückgehen, klar. Aber ich habe gerade... Das nervt ja total. Die Musik immer mal richtig leise jetzt, die nervt ja. Die Musik ist einfach nur schlecht. So, machen wir auf. Picked up blue mana rune, okay. Hackt! Geh mir weg, du! Okay. Mehr sind hier nicht, ne? Machen wir diese Tür nochmal auf. Okay, so geht's ja. Einigermaßen. Okay. Muss ich was einsammeln hier? Sashi-Karte, ne? Okay, einen kleinen Pilz eingesammelt. Ach, du bist weg. Okay. Gut, für die Tür brauchen wir einen Schlüssel. Gehen wir erstmal hier links mal. Das ist ein anderer Weg. Ach, komm hier. Ein paar Geheimnisse. Ja, für den Zauberer. Ah, oh. Können wir hier noch irgendwas machen? Nein, da können wir nichts machen. Geh weiter runter. Was ist denn hier? Oh.
der Schwede. Hier ist blöde Viech. Aber die ist ja von einer anderen Richtung gekommen wahrscheinlich, ne? Oder was ist die Sache? Ich glaub schon. Ne, ach so, der ist einfach nur hochgeschleudert worden zu uns. Nun gut. Ein paar Pilze. Pick up. Mal aufmachen. Okay. Oh, nur auf einen zugerannt, ne? Ist auch geil. Okay, mal gucken, wo geht's hier hin? Was? So, oh, da ist irgendwas. Das. Pick dort Arcana Gem Key. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Könnt ihr Schlüssel sein, die wir brauchen? Wie hoch? Da ist die Abkürzung, okay. Das ist bestimmt der Schlüssel für da hinten. Gehen wir da mal hin. Ah, guck mal. Oh Mann, oh Mann, Mann. Was ist er denn da hinten? Sollen wir ihn schon jetzt abschießen? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu easy, ne? Oh, komm da. Ah, okay, eine Heimtür. Gut. Okay. Die Sonnenkette, sollen wir da mal ziehen? Kann mich dann ziehen? Hätte ich jetzt vermutet, aber naja, geht nicht. Ah, hier geht's auch noch weiter. Okay. Mann, Mann, Mann. Hartnäckig, die kleinen Viecher. Können wir ihn hier einsammeln? Was ist das denn? Picked up Steward Shield. Okay. Oh, Scheiße. Das war's, oder? Okay. Scheiße, wenn ich durchschießen kann, das wäre schon ganz cool. Blödes Viech, ey. Na gut. Mal hier. Seid ihr bereit? Hardcore hier. Okay, viel Leben haben wir nicht mehr. Hey, hey. Hier ist zu trinken. Hm. Hängt fest hier, würde ich sagen. So.
Da ist noch ein bisschen Leben. Okay. Was sind das denn für komische Statuen? Nicht, dass die sich gleich hier bewegen oder so. Da kommt irgendwann ein Viech angerannt. Alter. Fäuste, hier ist meine Waffe. Sammel das mal ein hier. Hier ist ein Portal. Muss ich hier öffnen? Ja, stimmt. Ist die Frage wie, ne? Ah, hier war noch. Okay. Nun gut. Haben wir das erste Level geschafft, sozusagen. Da war die Musik auch mehr der Gedanke von den Programmierern zu denken, boah, wir machen was richtig Geiles. Ah, okay, also ich glaube, so ein Spiel, lass mich nicht leugnen, aber ich glaube, so ein Spiel ist relativ schnell zu programmieren. Grafisch haut es mir auch nicht vom Hocker. Aber ich darf mir wahrscheinlich auch nicht zu viel rausnehmen. Und das halt diese. Warum behält er die Settings nicht da, wo es soll? Oder? Warum behält er die Settings nicht? Total nervig. Erinnert er mich daran, dass das Spiel total grottig ist. Oder sieht es ihm anders? Alter Schwede, ich kann es nicht weiterspielen. Ich finde das total schlecht. Und rum. So, wo ich draufgehe. Ich kann es wirklich nicht weiterspielen. Ich finde es echt schlecht, das Spiel. Aber ich wollte es euch gezeigt haben. Muss man jeder selber entscheiden. Also wie man sieht, wird es wohl kein Let's Play werden. Oder? Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.